Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Update von den Hafnum-Plakat Rot-Blau-Wurf. Ich muss lügen, ich glaube 13 Wochen sind wir jetzt. Oder 12. Aber hier hat sich schon was getan. Ich hatte gerade eben sauber gemacht und ja, ist immer noch dreckig. Kommt aus den Pflanzen, aber es war vorher viel schlimmer. Deswegen wollte ich euch das ersparen. Film jetzt erst. Ich halte mal hier meinen Finger so hin, dass ihr mal die Größe seht. Der kommt. Also, man sieht jetzt schon Farbe. Die kommen alle nach ihrem Papa. War ja klar, ne? Es ist nichts Rotes dabei. Also, der vielleicht mit ein bisschen roten, schwarzen Rand. Oder der. Und ansonsten ist das hier eine echt schöne Farbe. Ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, die Tiere jetzt schon in das große Becken mit oben rein zu tun. Ich habe ja letztes Jahr das auch schon mal gemacht. Ähnlich alte Würfel in einem Becken zu tun. Habe ich jetzt aber erstmal gelassen, weil in dem anderen Becken immer noch der Zebra-Bärbling drin ist und ich kriege ihn nicht. Ich habe schon alles ausprobiert beim Fressen. Wasser abgelassen. Ich kann aber jetzt halt nicht die ganzen Pflanzen rausholen. Dann mache ich mir nur unnötig Arbeit. Deswegen habe ich das jetzt gelassen. Denn hier sind noch zwischendrin da hinten so. Ne, das ist roter. Hier sind halt zwischendrin noch ganz kleine Tiere und ich möchte nicht, dass sie dann dem Bärbling zum Opfer fallen. Wie der zum Beispiel, der ist relativ klein. Und ja, das hat dann noch keinen Wert für mich. Deswegen bleiben die jetzt erstmal noch hier drin. Ist ja auch nicht schlimm. Wäre nur eine Arbeitserleichterung für mich. Und ich hätte Platz zum Separieren erstmal schon mal. Was Größeres. Also hier könnte ich zwei männliche Tiere oder drei männliche Tiere erstmal separieren. Das kann ich aber auch nächste Woche machen, wenn ich vielleicht den Bärbling finde. Kriege. Und da hinten, der da ist vom oberen Becken. Hier unten reingehuscht, wie der auch. Es ist so drei. Nee, da hinten ist einer ein bisschen farbloser. Das ist Deckel zum Wurf. Aber ein Tier ist definitiv von oben nach unten gezogen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier noch was Rotes ist. Schaut mal. Kommt ein bisschen mehr nach Mama, ne? Im Gegensatz zu ihm. Also wieder eine bunte Mischung. Und durch das Füttern mit Frostfutter und Lebendfutter, jetzt übrigens nicht nur Naupien, sondern richtiger Themia und richtige weiße Mückenlarven, sind die ganz schön geschossen. Wie gesagt, hier 2-3 cm werden sie haben. Und das finde ich schon ganz gut. Also die sind schneller gewachsen als der rote Hafnum-Plakat Crowntail-Wurf. Ja, das dazu ein kurzes Update. Ihr seht, ich habe hier ganz viele Pflanzen und Blätter noch drin. Das gefällt den Tieren sehr gut. Ich würde sagen, ich wünsche jetzt aber erstmal einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und schaut unbedingt mal auf Facebook, auf meine Facebook-Seite. Da habe ich nämlich zwei Bilder gepostet zur Geschlechterbestimmung. Könnte für den einen oder anderen interessant sein. Könnt jetzt meinen Kanal noch gern abonnieren, ist kostenlos, freut mich immer. Oder was in die Kommentare schreiben oder auch gerne ein Gefällt mir da lassen, wenn euch diese Art von Videos gefällt. Ich wünsche euch was, ciao!